Willkommen zur Ultra Rapid Fire Vorschau. In dieser besonderen Vorschau geht es um die Zukunft von League of Legends. Ultra Rapid Fire ist eine große Aktualisierung, die in der nächsten Saison veröffentlicht werden soll. Statt diese Änderung auf einmal ins Spiel zu bringen, haben wir uns für diese besondere Vorschau entschieden. Die Überarbeitungen zielen darauf ab, die besten Aspekte des Spiels auf die Spitze zu treiben. Ihr könnt diese Änderung in einer besonderen Warteschlange die ganze Woche lang ausprobieren. Spieler gehen gerne ab. Und abzugehen fühlt sich gut an. Warum kann da nicht einfach jeder Spieler so richtig abgehen? Sprechen wir nun über Einzelheiten. Zunächst gibt es Änderungen an Fähigkeiten und deren Ressourcen. Das Benutzen von Fähigkeiten ist einer der Grundpfeiler des Spiels. Allerdings stellen Mana-Kosten und Abklingzeiten eine große Einschränkung dar. Unsere Daten zeigen, dass Mangel an Mana mit Mangel an Spaß korreliert. Daher haben wir Mana- und Energiekosten aus League of Legends entfernt. Um den Gedanken hinter Ultra Rapid Fire zu unterstreichen, startet jeder Champion mit 80% Abklingzeitverringerung auf Fähigkeiten, aktivierbaren Gegenständen und Beschwörerzaubern. Hierdurch kann wirklich jeder Spieler nützlich sein und Schaden verursachen. Wir sind außerdem in der Lage, unser Versprechen einzulösen, Supporter zu wirklich wertvollen Teammitgliedern in allen Phasen des Spiels zu machen. Nachdem alle Magier extrem gebufft wurden, mussten wir auch etwas für die Auto-Attacke machen. Schützen waren bereits gut darin, viel Schaden rauszuhauen, wenn sie sich geschickt anstellten. Leider brauchten sie aber zu viel Gold, um diesen Punkt zu erreichen. Fernkampf-Champions erhalten daher die doppelte Menge an Angriffstempo von normalen Gegenständen. Zusätzlich starten sie mit einem Schadensbonus von 25% auf kritische Treffer. Einige Champions waren nach diesen Änderungen einfach zu gut und mussten etwas angepasst werden. In frühen Tests dominierten Shaco und Teemo die Kluft mit extrem vielen Fallen auf der gesamten Karte. Wir mussten einige Änderungen an der Obergrenze für Fallen einführen, um Fallen-Champs im Zaun zu halten. Zilean war ebenfalls problematisch, da er 3 oder sogar 4 Teammitglieder pro Kampf wiederbeleben konnte. Um dies auszugleichen, wurde sein Zurückspulen abgeschwächt. Als nächstes war Kassadin dran. Unsere Daten zu Bans zeigen uns, dass ihr schlichtweg nicht mit Kassadin spielen möchtet. Wir haben ihn daher entfernt. Genauso wie Ryze. In der nächsten Woche könnt ihr Ultra Rapid Fire in einer besonderen Warteschlange ausprobieren. Ohne eure Meinung wären wir nie auf diese bahnbrechenden Änderungen für League of Legends gekommen. Also steigt ein, geht ab und schickt uns eure Meinung.